Meine lieben Elex-Freunde, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück. Es geht weiter. Und wir sind hier im, wie heißt das Ding? Mal gucken. Eingang Alphara, genau. Hier müssen wir hin, aber unser Dex ist nicht da. Also unser Sohn, das heißt, wir müssen nochmal zurück. Und wir müssen gucken, dass wir ihn hierher holen, denn... Oh, Armbrust. Denn hier ist anscheinend unser Missionsziel. Der ist wohl beim letzten Mal nicht mitgekommen. Das werden wir jetzt machen. So, ich muss nur herausfinden, wo er gerade ist. So, ich gehe mal hier lang. So, und da kommt schon eine Geißelzecke, die uns ans Leder will. Ein Raptorit. Jawohl. So, wir sammeln wieder ein. Machen eine Schnellspeicherung. Und gucken mal eben, ob hier noch was rumliegt. Da ist was. 10 Speere. Na gut. Die hat mir jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber wir nehmen sie natürlich mit. Ist gar kein Problem. Ist das nur einer hier? Ich kann das nicht... Ne, sind zwei. Schade. Ein Hühne. Jo. Das war klar, dass das passiert. Der Hühner ist echt übel. Aber Onkel Maddy hat noch ein bisschen gutes Zeug am Start hier. So. Müssen wir uns jetzt irgendwie durchboxen. Aber warte mal. Einmal ins Inventar. Mal ein bisschen Heilung rausholen hier. So. Okay. Zack. So, Hühner ist weg. Sehr gut. So, jetzt muss noch der Tracker dran glauben hier. Sehr gut. Das gibt ein bisschen Luft. Und wir speichern. Jawohl. So, dann können wir uns hier erstmal wieder ein bisschen umgucken. Vielleicht liegt hier ja noch was Cooles rum.
Aber für den Moment sehe ich nichts. Gut. So, die haben wir auch. Sehr gut. Noch mal eben was futtern. Was haben wir denn hier noch Schönes? So. Ja, müssen wir tatsächlich hier alles töten, was hier rumfleucht. Yes. Ein Problem weniger, perfekt. Und da kommt Dex. Für mich wird es am meisten Sinn ergeben, wenn Cassandra versucht, mit der Zentralrechnerzelle zu kommunizieren. Schon, aber ich verstehe nur jedes fünfte Wort. Wäre besser, wenn wir direkt in den Richtstrahl der Stimme gehen würden. So, dann komm mal mit. Kleiner Mann. So. Hier ist es. Hierhin richtet sich die Stimme von Cassandra. Sie tut es also immer noch. Die ganze Zeit über. Als wollte sie irgendetwas Bestimmtes hier. Es ist diese Kapsel dort. Ah, das Ding sieht so ähnlich aus wie die Kapsel, in der Dawkins jahrelang gesteckt hat, als er noch der Hybrid war. Cassandra versucht ständig, die Steuerung dieser Kapsel anzuzapfen. Aber irgendetwas scheint sie daran zu hindern. Ist das noch Technologie der alten Welt? Ich weiß es nicht, aber es sieht ganz so aus, als wäre sie so eine Art blinder Fleck für Cassandra. Egal, was Cassandra mit dieser Kapsel versucht, sie kann sie nicht kontrollieren. Und es ist mit der Zentralrechnerzelle verbunden. Es wäre ein direkter Draht zu den Synapsen des Formers. Aha. Dieses Ding da, könnte es dazu benutzt werden, Cassandra zu belauschen, ohne dass sie es merkt? Dieses Ding da, könnte es dazu benutzt werden, Cassandra zu belauschen, ohne dass sie es merkt? Nicht nur das. Ich glaube, man könnte sogar einen direkten Zugang zu ihrer eigentlichen Identität herstellen. Wenn wir Glück haben, dann kriegt man damit vielleicht sogar Zugang zu ihren Steuerungsalgorithmen. Dazu müsste ich allerdings hineinsteigen und meinen Gast mit dieser Maschine verbinden. Warum lässt Cassandra diese Kapsel da nicht einfach zerstören, wenn sie sie nicht kontrollieren kann? Warum lässt Cassandra diese Kapsel da nicht einfach zerstören, wenn sie sie nicht kontrollieren kann? Diese Kapsel bietet der künstlichen Intelligenz die Möglichkeit, einen Menschen mit ihren Synapsen zu verbinden. So etwas wirft sie doch nicht einfach weg, wenn es nicht richtig funktioniert. Sie wird es reparieren wollen. Ich denke, genau das ist es, was Cassandra die ganze Zeit versucht. Wie können wir uns sicher sein, dass deine Theorie zutrifft? Ich war nicht faul, während du weg warst, Vater. Es ist nicht das erste Mal, dass ich an solchen Dingern herumschraube. Was? Die Kleriker hatten genug von diesem Zeug da rumstehen. Stummarrest. Bei ihnen habe ich ziemlich schnell gelernt, wie man damit umgeht. Ein Jahr. Ich meine, das sollte ich doch auch. Darum hast du mich doch zu ihnen geschickt. Du bist etwas Besonderes, das weiß ich ja, aber... Vertrau mir, Vater. Ich weiß, was ich tue. Du willst da einsteigen? Das werde ich nicht zulassen. Vater, stell dir doch mal vor, ich habe recht. Dann könnten all unsere Probleme mit einem Mal gelöst sein. Dein Leben ist zu wichtig, um es in einem so wahnsinnigen Experiment aufs Spiel zu setzen. Ich habe die ganze Zeit nach einem Weg gesucht, wie ich meinen Beitrag leisten kann, um dich zu unterstützen. Da ist die Gelegenheit und jetzt lässt du mich nicht? Es ist einfach zu... Zu gefährlich? Das sagen du und Mutter ständig, aber wir können uns doch diese Gelegenheit nicht einfach entgehen lassen.
Warum gerade du? Lassen wir es doch jemand anderen machen. Niemand hört die Stimme Cassandras, also ist das keine Option. Verdammt, Ex! Nein! Die einzig vernünftige Sache ist, wenn ich jetzt in diese Kapsel steige und versuche, diese AI des Hauptformers anzugreifen. Habe ich keine Chance, es dir doch noch auszureden? Vater, bitte! Lass es mich versuchen! Okay, machen wir es so. Danke, Vater. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn alles klappt, wie ich es mir vorstelle, werde ich versuchen, deine Drohne zu kontaktieren. Also, wenn du ab jetzt mit mir sprechen willst, musst du mit Crony reden. Okay. Dann mach schnell, bevor ich es mir anders überlege. Okay, dann hoffen wir mal, dass das gut geht. Oh Mann. Vadeks Beweggründe für seine Taten hatten offenbar mit seiner Angst vor dem kalten Elix-Entzug zu tun. Schwer zu glauben, wenn man ihn früher erlebt hat, als Commander am Hofe des Eispalastes. Ich werde in Zukunft besser Acht geben. Okay, er bleibt jetzt hier und passt auf, oder wie? Okay. Ja, okay. Und nu? Muss ich wieder gehen, ja? Oder muss ich da irgendwas drücken? Warte mal kurz. Kann auch sein, ne? Okay, anscheinend muss ich gehen. Dann machen wir das. So. Obwohl, warte mal. Ich kann auch schnell reisen, oder? Missionsziel. Crony. Gut, wir reisen mal rüber. So. Die müssen ja hier irgendwo noch rumstehen. Die sind ja nicht abgehauen letztes Mal, ne? Okay, hier sind auf jeden Fall jede Menge Gegner. Das finde ich nicht so geil. Aua. Heiltrank nehmen und einmal speichern. Oh.
So, wir spurten mal eben durch. Das war mir gerade zu viele. So. Ah ja, hier wird gekämpft. Gut, wir helfen mal kurz. Dex, kannst du mich hören? Dex, kannst du mich hören? Dex sagt, laut und deutlich, Vater, aber irgendwie hörst du dich so besorgt an. Hast du mir etwa nicht zugetraut, dass ich es hinkriege? Das ist er, das klingt nach meinem Sohn. Es funktioniert also tatsächlich. Ja. Wie geht es dir da drin? Dex sagt, es ist etwas ungewohnt, weil ich meinen Körper nicht spüre. Aber es ist faszinierend. Du glaubst ja gar nicht, was ich hier im Cyberspace alles sehen kann. Es ist einfach überwältigend. Was ist mit Cassandra? Dex sagt, sie hat sich abgewandt und es aufgegeben, die Kapsel anzuzapfen, in der ich stecke. Dex sagt, aber wer weiß, vielleicht versucht sie es später noch einmal. Lass dich nicht erwischen. Dex sagt, okay. Ich muss mich aber jetzt hier weiter mit den Schaltkreisen und Algorithmen von Alphara beschäftigen. Ich verstehe das alles noch nicht so richtig. Aber Alphara ist ja auch nicht unser Ziel, nicht wahr? Ich muss herausfinden, wie ich an Cassandra herankomme. Sei besser vorsichtig, dass sie dir nicht das Gehirn röstet. Dex sagt, hahaha, das ist lustig. Nein, nein, ich pass schon auf. Ich melde mich, sobald ich etwas Neues weiß. Okay. Stand by. Alles klar. Mission erfolgreich, würde ich sagen, oder? Gut. Ich guck mal. Oh, ja. Hier liegt noch was rum. Da auch. Okay, ich glaube, wir haben alles. Dann lass uns mal eben gucken. Fremde Stimmen. Okay, er meldet sich, hat er gesagt. Gut, dann machen wir mal eben Lernmaterial weiter. Bei den Alps. Mit Alesa. So. Das wird jetzt wahrscheinlich einen Moment dauern, bis er sich meldet. So, warte mal. Ja. Hier vorne müssen wir wieder rein. Da. Warte kurz. Ich habe mit Askel gesprochen. Wegen der Elex-Köder. Du erinnerst dich? Ja. Ja, es geht um die Häscher. Genau. Ich war mir nicht ganz sicher, wie lange das Kontrastmittel braucht, um in das Gehirn von ihnen vorzudringen. Okay. Askel meinte, es müsste jetzt reichen. Wir könnten die Gehirne ernten gehen. Als Motivation möchte ich noch einmal erwähnen, dass deine Bezahlung äußerst großzügig ausfallen wird. Du weißt, wo du mich findest. Ja, gut. Nicht so schnell. Wo muss ich nochmal hin? Nicht so schnell. Wo muss ich nochmal hin? Du sollst nach Süden, auf den Berg gehen. Die Häscher suchen, die die Köder gefressen haben, sie töten und ihnen ihre Gehirne entnehmen. Du hattest dem Vorhaben bereits zugestimmt, also denk an die Belohnung und geh. Ich erwarte dich bald zurück.
Haltet eure Emotionen unter Kontrolle. Alles klar. Rechnet, was wir gelernt haben und konzentriert euch da. Gehirne für Alsea. Dann machen wir das doch. Muss nur mal gucken, wo das ist. Da. Ach hier, Burgruine wieder. Okay, alles klar. Kümmern wir uns drum, gar kein Problem. Gar kein Problem. So. Die Soldaten stehen zum Angriff bereit. Commander Xauk hat den Befehl gegeben, heute Nacht anzugreifen. Späher haben Lücken in der Mauer entdeckt. So gelangen wir ungesehen in das Innere der Burg. Die Kleriker werden keine Chance haben. Okay. Das sind ein paar mehr. So. Die haben wir schon mal, auch wenn wir die nicht brauchten, aber gibt Erfahrungspunkte und Loot, ne? Da sagen wir nicht nein. So, wir müssen aber hier hin, in das Gebäude, ne? Vor allem mal schnell speichern. Leuchtendes Gehirn. So. Genau, die Kriegsaxt wollte ich auch ganz gerne noch haben. Okay, wir müssen wieder hoch. Dann gucken können. Jo. Jo, abgeschlossen. Das war easy. Cool. Mal gucken. Ah, okay. So. Jawohl. Können wir schon wieder zurück. Easy peasy. Jo. Zack. Einmal zurück ins Depot. Quest wieder neu auswählen. Und wieder zurück zu Alsea.
Oh, der Weg ist immer so lang, ne? Man muss hier immer so viel laufen, ey. Krass. So. So. Da ist er. Haltet eure Emotionen unter Kontrolle. Wegen der Mutanten. Wegen der Mutanten. Ich habe die Gehirne der Häscher dabei. Ich habe die Gehirne der Häscher dabei. Ah, ausgezeichnet. Ich habe fast nicht mehr damit gerechnet, dass du lebendig zurückkommst. War es denn schwierig, die Gehirne zu besorgen? Nö. War nicht leicht, aber für jemanden wie mich kein Problem. War nicht leicht, aber für jemanden wie mich kein Problem. Klingt so, als hättest du leichte Probleme gehabt. Ich denke, diese Bezahlung sollte dafür angemessen sein. Du kennst das Prozedere. Ich werde dafür sorgen, dass die Gehirne fachgerecht konserviert werden, damit ich sie mit meinen Schülern obduzieren kann. Okay. So lange habe ich keine Arbeit für dich. Ich komme auf dich zu, falls ich mal wieder etwas von dir brauche. Alles klar. Ach, fast hätte ich es vergessen. Danke. Okay. Ja, 500 Splitter sind 500 Splitter. Für 5 Minuten Arbeit, voll in Ordnung. Gut, dann haben wir hier erstmal das erledigt. Ich möchte aber einmal wieder zurück in die Bastion. Krater, Wiki, nee. Eispass. Burg. Bastion, da. So. Ich möchte nämlich mich mal kurz hinlegen hier. Oh, guck mal, Nessie ist zurück. Alles okay? Alles okay? Geht so. Geht so, okay. Ja, Nessie ist speziell, ne? Wadek. Keine Angst, ich renne dir schon nicht weg. Selbst wenn, du wirst mich finden, wie immer. Okay. Hier war der Jäger, ne? Ja. Okay. So. Zack. Bis zum nächsten Morgen. Oh, Scheiße. So, jetzt muss ich nur herausfinden, wo... Huch. Wo Crony jetzt ist. Ist der immer noch da hinten? Fremde Stimmen. Ich muss Geduld haben. Dex wird sich melden, okay. Oh, Crony ist immer noch da hinten. Gut. Müssen wir ihn mal eben abholen. Hätte ich vorhin mal dran denken sollen, die mitzunehmen. Wobei ja Nessie auch von alleine zurückgekommen ist, ne? Schon ein bisschen komisch. Aber gut. Macht ja nichts. So, wir sprinten wieder durch. Na, wo ist er? Wo treibt er sich rum?
Ah ja. Commander, eine Nachricht von Dex. Soll ich sie übermitteln? Ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Was sagt er? Übermittle Daten. Bitte warten. Halte deine Position. Örtliche Kuratoren werden dich in Gewahrsam nehmen. Wo ist deine Urform? Ach, verdammt. Cassandra versucht schon wieder, dich zu übernehmen. So langsam wird das lästig. Überschreibe Datenprotokoll. Gute Idee, mein Freund. Mach deine Sicherungsbolzen wieder rein. Ich fürchte, so langsam kann Cassandra uns gefährlich werden. Sie wird immer dreister. Bist du dir sicher, dass es Dex war, der versucht hat, dich zu kontaktieren? Wahrscheinlichkeit für Identität der Datenübertragung? Dex, 95,3%. Dann war er's. Hoffentlich hat Cassandra ihn noch nicht überwältigt. Hast du irgendetwas aus den Daten lesen können, das uns weiterbringt? Dex plant, Cassandra zu übernehmen. Dazu braucht er Hilfe. Ich könnte ihn unterstützen. Wir müssen Cassandras Sicherheitssystem überwinden. Oh, okay. Wir brauchen einen von Cassandras externen Knotenpunkten, der von ihr stark frequentiert und trotzdem noch als unbedenklich klassifiziert wird. Dex' Vorschlag ist der Biotransformator in der Nähe von Alphara. Hoher Datendurchsatz, niedrige Sicherheitsstufe. Ja, machen wir. Gut. Dann sollten wir dich dort so schnell wie möglich anstöpseln. Besser, wir beeilen uns damit. Mein Junge ist in Gefahr. Positiv. Mitkommen. Mitkommen. Oh Mann. Was für ein Wahnsinn. Ja. So, das hier hinten. Biotransformator. Ach, das ist beim Depot. Guck mal, das ist gar nicht weit weg. Alles klar. Gut. Dann machen wir hier ein kleines Päuschen und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gehen wir da zu dem Biotransformator mal hin und gucken mal, ob wir da jetzt was erledigen können. Meine lieben Freunde, wie immer herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Wir sehen uns bald wieder und dann geht's hier weiter. In diesem Sinne, macht's gut und wie immer, tschö mit Ö.